Howdy ho, hier ist wieder Aquifel mit einem Filmreview zu Netflix The Babysitter. Ich muss sagen, ein Kumpel von mir hat gesagt, ja, ich sollte mir den unbedingt mal angucken, der war ganz lustig und ich dachte mir, oh, jo, kann man ja mal schauen. Sind wir ehrlich, Netflix, ja, Historie an Eigenproduktionen, reicht ja von großartigen Sachen wie der Serie House of Cards, Geralt's Game, also das Spiel und einigen anderen Sachen, aber auch, ja, es gab ja auch einige Flops. Ja, der Deal mit Adam Sandler, naja. Death Note war jetzt auch, naja. Aber entscheidend ist jetzt, ja, hier hat man sich, sag ich mal, dem Fansplatter-Genre ein Stück weit angenommen. Denn The Babysitter ist einerseits Komödie, recht abgedrehte Komödie, andererseits hat es ja wieder was vom Horrorfilm. andererseits ist es dann in den Gewaltszenen durchaus schon in Richtung Splatter. Ich weiß auch gar nicht, wo ich das hier genau einordnen soll jetzt für die Kategorien. Ich nehme jetzt einfach mal dann am ehesten Splatter, weil es als Komödie für viele zu ja, extrem ist und als Horrorfilm zu wenig echten Horror bietet. Egal, aber ich muss natürlich auch vor ein paar Spoilern warnen, um den Humor zu beschreiben und ja auch ein bisschen auf die Story einzugehen, damit man weiß, warum es denn auch ins Horrorgenre fällt teilweise. Wie gesagt, lassen Sie sich Spoiler nicht vermeiden. Nun gut, die Geschichte folgt Cole, einem 12 Jahre alten Nerd, der in der Schule gehänselt wird und ja, dessen Eltern wohl Eheprobleme haben und deswegen öfter mal verreisen. Und na, er hat mit 12 noch einen Babysitter. Das ist recht komisch, seltsam, strange, wie auch immer man das nennen möchte. Sein Babysitter, Bee, ist natürlich ein heißes Mädel, das aus irgendeinem Grund ihn wirklich richtig toll leiden kann, ihn auch vor Bullies beschützt und ja, sich super toll mit ihm versteht, voll auf einer Wellenlänge schwimmt. Er schwärmt auch so ein Stück weit für sie und sieht deswegen seine Klassenkameraden, die ihn eigentlich auch sehr gern hat. Nicht wirklich. Klingt noch nicht nach Horrorfilm, ist aber ganz schwenkt dann ziemlich schnell dahin. Und zwar sind seine Eltern immer wieder weg, um ihre Eheprobleme zu lösen. Bee passt auf ihn auf und ja, bringt ihn dann zu Bett. Und auf Drängen seiner Klassenkameradin, ja, dass alle Babysitter ja dann ihre Freunde rüberholen, wenn die Kids schlafen und da wilde Orgien feiern, was er dann erstmal googeln muss. Aber gut, er bleibt dann einfach mal wach und guckt sich an, was Bee denn da so treibt. Und ja, ab hier gehen die Spoiler denn jetzt wirklich los. Er kriegt einfach mal mit, ja, sie hat ein paar Freunde rübergeladen, die spielen Flaschen drehen und, naja, der eine passt nicht so ganz hin, ich meine, wir haben da eine Cheerleaderin, wir haben Bee halt, heißes Mädel, wir haben dann noch den Quarterback des Footballteams, wir haben noch einen anderen coolen Typen, ja, und einen absoluten Nerd, der da nicht so reinpassen möchte und eine Asiatin auch noch, die wohl auch ziemlich heiß aussehen soll, keine Ahnung. Die Schminke versaute einiges. letzten Endes, ja, der Nerd wird dann einfach mal geopfert und es stellt sich raus, dass Bee wohl ein uraltes Buch hat mit satanischen Formeln drinne und ja, wenn man da das irgendein Opfer vollbringt, unschuldiges Blut hat, das damit gewisse Sachen macht, das rezitiert und so, dann werden einem Wünsche erfüllt. Da sind alle anderen mit an Bord. Und naja, deswegen kommt dann auch ziemlich schnell raus, dass wir da ja anscheinend auch Coles Blut für bräuchten. Und naja, dann macht Cole eine ziemlich beschissene Nacht durch, sind wir ehrlich. Ja, das Ganze ist so ein bisschen ja, Home Alone auf, ja, Ecstasy will ich jetzt nicht unbedingt sagen, aber Home Alone auf Drogen, denn Cole mit 12 Jahren, der ist natürlich körperlich nicht in der Lage, sich mit den anderen auseinanderzusetzen. Und ja, manchmal gewinnt er dann auch eher einige Duelle über Zufall. Weil ich meine, sie haben sein Blut, aber da er dann natürlich Zeuge des Ganzen geworden ist und dummerweise auch noch die Cops gerufen hat, die dann auch einfach mal hops gebracht werden. ja, bisschen schlecht. Soll er dann halt einfach auch irgendwie aus dem Weg geschafft werden. Und verteidigt sich. Wie gesagt, das ist teilweise recht Home Alone-Style. Also wenn ich bedenke, der eine Charakter, John heißt er, glaube ich,
Der rutscht dann einfach mal auf ein Spielzeug aus, was da noch zufällig dann liegen gelassen wurde. Fliegt dann einfach mal übers Treppengeländer runter, landet auf einer Statue und ne, spießt sich hier den Hals auf. Durch ein paar dumme Zufälle, der eine Kopf, der rammt der Quarterback irgend so einen Schürhaken einfach mal quer durch den Kopf. Der steht dann da noch, schießt der Cheerleaderin in die Brust, ne, also wirklich in die Titte hier. Ein bisschen abstrus das Ganze. Man muss aber eins dem Film lassen. Wenn die Gewaltszenen kommen, die sind wirklich schon lächerlich überspitzt, werden auch nicht wirklich brutal dargestellt, sondern eher so ein bisschen für Horrorfilmfans oder Leute, die Fansblätter mögen, so ein bisschen. Ne, dass das so ein bisschen erheiternd ist. Weil auch der Gewaltgrad teilweise wirklich übertrieben ist. Also. Wenn man eine Kugel in die Titte kriegt, fliegt man nicht durch den kompletten Raum. Und wenn ja, das Blut dann vor allen Dingen auf den einen Charakter spritzt, der sich dann auch immer riesig aufregt, dass er so versaut ist. Gut. Gibt natürlich auch noch einige andere humoristische Szenen. Ich sag nur, ne, als Cole gefesselt denn da sitzt und er sich eigentlich, die erste Frage, die er hat, ist nicht so nach dem Motto, was geht hier los, sondern warum trägt er kein T-Shirt? Der Quarterback. Ne, oder er sich dann zu befreien versucht, hier hinterm Rücken so mit einem Taschenmesser das Seil durchschneiden möchte und ja, dann einfach ganz trocken kommt. Er weiß schon, dass da hinten ein Spiegel steht und wir das alles sehen. Und er dann und macht einfach weiter. Quarterback ist auch großartig, der ihm dann noch ein paar Life-Lessons gibt, dass man sich nicht bullien lassen soll, während er ihn versucht umzubringen. Also, sagen wir es mal so, der Humor an vielen Stellen, gerade als es denn losgeht, ist schon recht abstrus teilweise, aber sehr lustig. Wo es ein bisschen problematisch wird, ist vor allem die Anfangsphase des Films, weil, ich weiß nicht, da will der Humor noch nicht so wirklich zünden. Weil man hat so das Gefühl, man guckt so eine richtig, richtig cheesy Comedy, die lustig sein möchte, aber es nur bedingt ist. Die echten Lacher gehen dann halt los, wenn das ja rauskommt, was da eigentlich gespielt wird. Nicht jeder Lacher sitzt, aber wie gesagt, es gibt eine ganze Menge, wo man dann wirklich sich drüber kringeln kann. Wie gesagt, für Horrorfilmfans ein paar der Szenen, Verfolgungsszenen sind auch, ja, da hat MCG, ja auch durchaus nicht unbekannt über Charlie's Angels oder Terminator Salvation, ja, er hat da dafür gesorgt, dass dann schon ein gewisser Spannungsaufbau da ist. Ist der Ton des Films so ein bisschen im Konflikt miteinander. Einerseits versucht er an einigen Stellen wirklich klassische Spannung aufzubauen, an anderen Stellen ist er reiner Fansblätter und komplett abstrus. Ist jetzt nicht schlimm, ne? Von daher wirklich hochspannend ist es nicht. Man kann sich denken, dass Cole da rauskommt, lebend, dass sich das alles am Ende irgendwie klären wird. Tut es natürlich dann auch auf recht abstruse Weise. Da bleibt der Film sich treu. Aber ja, wie gesagt, bis zu diesem Punkt ist es dann teilweise, wo es losgeht, ist teilweise ein bisschen ja, cheesy. Und ich meine, MCG war ja auch früher ja, für Musikclips verantwortlich, Musikvideos. Da haben wir das große Problem ganz einfach, das merkt man an einigen Stellen auch, wo es nicht unbedingt so sinnvoll ist, denn. Ich weiß, er will denn zum Beispiel in einigen Szenen mit diesem Kamerageschwubber und so klarstellen, dass Cole im Schock ist, desorientiert ist. Wäre so nicht nötig gewesen. Und was heutzutage absolut indiskutabel ist, ich sag mal, dennoch so Einblendung. Ne, nach dem Motto: What the fuck? Pocket Knife, Bitches. Ja, ich will jetzt nicht falsch klingen oder komisch klingen, aber das ist so 2000 noch was. Das ist ein bisschen outdated. Also das in so einem Film heutzutage so noch zu machen. Na, aber wie gesagt, MCG ja nicht bisher nur immer positiv aufgefallen. Und man, wie gesagt, muss sagen, was ihm gelungen ist, es ist ein unterhaltsamer Film. Er ist teilweise richtig schön blutig. Over the top, brutal an einigen Stellen. Der Humor zündet, wie gesagt, an vielen Stellen auch recht gut. Und letztendlich, es sind 85 Minuten, die wirklich sehr unterhaltsam sind, sehr kurzweilig vorüberziehen.
Also auch wieder mal hier, wenn ich jetzt sagen müsste, Hit oder Miss von Netflix, dann wäre das natürlich eher ein Hit. Aber ich sag's mal so, Freunde von Funsplatter können ihn sich mal angucken, wer ernsten Horror sehen möchte oder eine normale Komödie, der. Naja. Für den ist The Babysitter vielleicht nichts. Wie gesagt, für Leute, die Funsplatter mögen und es auch mögen, wenn es mal ein bisschen cheesy ist und ein bisschen trashig ist und vieles so einfach gar keinen Sinn machen möchte, aber auf einem unterhaltsamen Level, der kann The Babysitter definitiv ja, mal reinschauen. Gibt bessere Funsplatter-Filmchen. Dead Snow sei hier genannt, auch der zweite Dead Snow. Aber wie gesagt, The Babysitter ist dann auch eher wieder mal, ne, ein Pluspunkt, wo Netflix was Vernünftiges produziert hat, was wirklich Spaß macht. Ne? Also wie gesagt, schaut ihn euch an, wenn er auf Funsplatter steht oder auf Trash und ein bisschen cheesy Sachen steht. Er ist ganz lustig. Hoffe, das Review hat euch gefallen. Ne? Wenn ihr den Film gesehen habt, könnt ihr auch mal in die Commentary-Section schreiben, was ihr davon haltet, wovon ihr von ihm haltet. Und ja, guckt auch in die anderen Videos und ja, Videos rein, anderen Reviews. Und wenn euch das Video gefallen hat, das Review, dann liked es, teilt es und über Abos für meinen Kanal würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Da kann man mehr Reviews machen. Also, dann bis zum nächsten Mal. Wünsche euch noch viel, viel Spaß.